Hallo, amigos. Hallo, ja. Guten Tag. Schönen guten Tag. Mein Name ist Juan und das ist... Tom, hi. Ich bin Tom. Und wir machen heute ein etwas neues Format. Wir spielen die Chinesen der YouTube-Szene und kopieren andere Formate. Naja, gut, ja. Ja, und heute geht's um ein Telefon-Battle. 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 Das heißt, wir haben eine große Liste gemacht mit 40 Wörtern, die werden wir jetzt hier an der Seite einblenden jeweils. Und... Ich freue mich. Das auch? Jetzt müssen wir wo anrufen und möglichst viele dieser Wörter raushauen. Am besten auch noch so, dass es auch irgendwie Sinn macht. Ja, die Wörter sind nicht ganz einfach. Nee. Teilweise schon. Aber wir auf jeden Fall nicht sinnvoll. Auf jeden Fall zwei Adressen jetzt erstmal rausgesucht. Und dann würde ich sagen, bei geht's los, ja. Ich glaube, ihr seid nervöser als wir. Natürlich. Wir fangen an. Wir brauchen jetzt so epische Musik und irgendwie so Feuer. Das ist ja so heftig. Wollen wir auf diese alte Tour, Xing Shang Shang, oder? Nein, wir machen einfach. Wir ziehen Stifte. Ich weißt, hab hier hast zwei so, Stifte in der Hand. Zieh dir gleich lange Stifte. Nee, wir machen einfach. Du bist größer, du fängst an. So. Ja, super! Ja, schön, los. Ich will nicht anfangen. Dann musst du jetzt, aber du bist größer. Wir losen. Ich hol einen Würfel. Ich bin die 6, du bist die 1. Wo es näher dran ist, muss der andere. Hier sind geschätzte 15 Würfel drin. Wer die höhere Gesamtzahl hat, gewinnt. Oh Gott. Der steht schräg. Den muss ich nochmal würfeln. Oder diese 64 da drin ist. Ich habe hier eine 64. Eine 6. Das ist scheiße. Wir machen du hast ziemlich viel. Wir machen nur einen Würfel. Scheiße. Nein, ich glaube, du hast verloren. Ich muss anfangen. Ja. Nee, es gibt noch die 2. Oder die 4. Dann ist ein Stechen. 64. 64. Verdammt. Jedoch, beginne. Es ist... Nur ein Anruf. Es ist nicht mehr, es ist nur ein Anruf. Also, mir geht gerade echt das Herz. Es will nicht stehen. Ich habe einen Puls. Ach komm. Ja, guten Tag, Schwengel, mein Name, von der Umweltbehörde in NRW. Störe ich Sie gerade oder soll ich vielleicht in einer halben Stunde nochmal anrufen? Ich weiß nicht, um was es geht. Ja, es geht um eine kleine Umfrage. Sie, trennen Sie Müll momentan? Wir trennen Müll, ja. Ja, in wie viele Mülleimer? Tonnen, ja, was haben wir? 3 Tonnen und einen gelben Sack. Ja, das hört sich ja schon mal sehr gut an. Wir von der Umweltbehörde möchten das nochmal etwas... konkretisieren. So müssten Sie jetzt demnächst zum Beispiel eine für organische Stoffe eine Mülltonne anschaffen. Da kommt Ejakulat rein, da kommt Eichelkäse rein. Oder wenn bei Blätterteig, da entsteht ja zum Beispiel sehr viel Bratfett. Das müsste zum Beispiel alles in so eine organische Mülltonne. Ja, aber sowas weiß ich gar nicht, ob wir sowas haben. Kann ich Ihnen jetzt auch gar nicht sagen, meine Frau ist nicht da. Ja. Ja, das ist was aus dem Skrotum kommt. Ne? Das nee, aber das ist ja eigentlich von der Stadt bestimmt, was man für Mülltonnen hat. Richtig, genau. Die wollen das jetzt demnächst einführen und wir machen da jetzt gerade so die Umfrage, wie die Leute dazu stehen. Das Ganze müsste natürlich auch in Alufolie gepackt werden. Das ist ein bisschen umständlich. Mhm. Mhm. Und ganz schmerzhaft ist das nicht. Also wenn man da... hier Alpecin mit Koffein hat zum Beispiel einen sehr hohen Giftanteil. Wenn man das jetzt ganz normal in die Mülltonne machen müsste, dann müsste ich mich auf eine lange Autofahrt machen, um das da rauszuholen. Das wollen wir natürlich nicht. Und da sollte man einfach den Dubstep an der Brust-OP packen und nicht so viel Schabernack rumtreiben, sondern mal einfach die Pferde stecken auf den Tisch und dann wird das Ganze getrennt. Das ist kein großer Aufwand. Einfach mal. Ich kann Ihnen auch ganz gerne französisch Nachhilfe geben, also wenn Sie da... Nee, bloß nicht. Okay, gut, dann wäre es das mit dem Judentum hier erstmal an der Stelle. Ja. Und ich würde sagen, einen angenehmen Tag, noch nicht so viele Tierpornos gucken, ne? Ja, ja. Tschüss. Schön Ananas. Meine Fresse! Schön Ananas.
Liste, das war richtig gut. Ich weiß nicht, wie viele ich habe, aber so ein paar habe ich. Oh mein Gott, wie soll ich das denn? Das ist mir aber heiß. Schöne Ananas. Oh mein Gott. Ich kann ihn da auch ganz gerne französisch nachempfinden. Nee, das muss man. Oh Mann, ey. Oh, der war so gut. Der war so gut. Danke, Opi. Der war. Hast du das gerade geküsst? Ja. Wie mache ich auf Lautsprecher? Unten in der Ecke ist der Lautsprecher. Oh mein Gott. Also. Oh, ein R. Was bringt das? Das Punkte? Bin ich rot? Ein bisschen. Das geht auch. Okay, pass auf. Etwas Tangle drauf. Okay. Schönen guten Tag, Skroto mein Name. Ich bin von der Alpecin mit Koffein und ich mache eine Umfrage, beziehungsweise ich habe jetzt vor, eine Umfrage zu machen, zur Jugendkultur. Ich weiß nicht, haben Sie ein paar Minuten Zeit? Nee, also das habe ich mir gar nicht. Ach, na gut. Nee, da suchen Sie sich meinen Mann. Alles klar, ja gut, mit der Luftpumpe immer schön den Schwengel auflassen. Ne? Tschüss. Scheiße, Digga, scheiße. Der hat mich abgewürgt. Dann machen wir einen neuen. Zählt nicht, das darfst du nicht. Also, warte. 40 Padota, ja. Ach, Mann. Okay, nächste. Schönen guten Tag, Skroto, mein Name. Ich bin von der Organisation Scherm von Bethlehem aus NRW und ich bin quasi Leiter einer Jugendgruppe und ich bin gerade dabei, ein paar Umfragen zu machen zum Thema Jugend. Ich möchte keine Antwort geben. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Boom! Die hassen mich! Schönen guten Tag, Skroto mein Name. Ich bin von der Organisation bzw. dem Verein Zuckerschnute aus Neukölln. Ich bin quasi Leiter eines Jugendvereins und wir wollen eine kleine Umfrage machen. Haben Sie ein bisschen Zeit? Nee, ich bin gerade am Essen. Um was geht es denn für eine Umfrage? So eine Art Jugendkultur. Ich weiß nicht, haben Sie Enkel, irgendwie Kinder? Nee. Nur eine Jugendumfrage für Jugendliche? Nee, es geht darum, wie viele Leute jetzt den Schabernack der Jugendlichen empfinden oder irgendwie, wie sie den in den Blätterteig des Kuchens irgendwie mit einarbeiten. Und wir wollen da einfach nur wissen, was die Leute davon halten. Nee, also danke schön. Für mich kommt das nicht in Frage. Ich habe keine Enkel. Ja gut, okay. Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Appetit und ja gut, nicht so viele Tierpornos gucken, ne? Die hat schon aufgelegt. Das kann doch nicht wahr sein. Vor dem Tierporno oder nach dem Tierporno? Davor. Ja Mensch, das ist ja noch keine richtige Konkurrenz. Nee, weil ich... Also theoretisch würde ich jetzt sagen, du hast verloren. Ja, aber die wimmeln mich ja alle ab. Praktisch möchte ich aber eigentlich, dass ich einen würdigen Gegner habe. Schönen guten Tag, Skroto, mein Name. Ich bin mit von dem Verein Stern von Bethlehem und ich wollte eine kleine Umfrage durchführen. Ich habe keine Zeit, danke schön. Tschüss, Fotz. Das kann doch nicht wahr sein. Mit diesem Wort Umfrage sind, glaube ich, ganz viele Leute sehr allergisch. Einen wunderschönen guten Mittag. Mein Name ist Grotum, ich bin vom Statistischen Bundesamt und wir machen eine kleine Umfrage zum Verhalten von Jugendlichen, beziehungsweise was die in Anführungsstrichen ältere Generation, also die Generation jetzt nach den Jugendlichen, beziehungsweise davor, von dem Verhalten der Jugendlichen hält im Sinne von Schabernack. Ich weiß nicht, haben Sie ein bisschen Zeit oder soll ich in einer halben Stunde nochmal anrufen? Hab mit der Zeit nichts zu tun, ich habe nur keine Verbindung zu Jugendlichen mehr. Ach gut, ja gut, das ist natürlich scheiße, das ist ja wie damals... Gut, naja, immerhin. Kennen Sie das, wenn Sie auf der Straße irgendwie rumlaufen und dann sind da so ein paar Jugendliche mit Eichelkäse, die irgendwie Schabernack treiben oder so? Kennen Sie das? Nee, machen die nicht. Nee? Nein, da schützen mich meine weißen Haare vor. Ach, ja, das ist natürlich auch gut. Ich meine, so eine Brust-OP hätte da vielleicht auch geholfen, aber wie ist denn das? Wo wohnen Sie denn? Sie wohnen in... Ja, richtig, genau. Okay, da war das mit dem Völkermord nicht so schlimm. Was hören Sie denn für Musik? Ich weiß nicht, vielleicht können Sie das in Kontakt mit den Jugendlichen bringen. Nee, weil die hören ja alle irgendwie Dubstep und nehmen Heroin und schütteln ihre Schwängel oder so, das ist immer... Ja, also wie gesagt, das, was mir so begegnet an Jugendlichen, kann ich mich nicht beklagen.
Ja gut, es ist vielleicht auch nicht so schlecht, wenn die nicht alle mit ihren Pferdestärken da ankommen. Das könnte schon ziemlich schmerzhaft werden irgendwann, wenn die bei der Autofahrt irgendwie Kronleuchter umfahren oder so. Das muss nicht sein. Wie sehen Sie das? Sie haben selber keine Kinder oder wie ist das? Doch, aber die sind halt auch, die gehen auf die 50 zu. Ja, okay, gut. Und dann ist das natürlich was anderes. Da gucken wir keine Tierpornos mehr oder irgendwie Ananas, ich weiß auch nicht. Noch eine Frage, die wir hatten. Wie ist das aus mit Haarwuchs? Wir haben hier Alpecin mit Koffein, bieten wir an. Das soll ja immer wieder helfen. Nee, ich bin nicht von der Werbung. Ich bin tatsächlich dafür da. Nee, ich bin dafür da zu fragen, was Leute von der Generation Jugend halten. Und gerade weil heutzutage auch Haarausfall bei früheren Leuten und bei jüngeren Leuten eintritt, ist auch da schon tatsächlich Alpecin ein Thema. Und wenn man da nicht oft genug Pumpernickel gegessen hat oder beim Koitus nicht aufgepasst hat, dann kommt sowas schon mal vor. Aha, nee, also habe ich auch keine Erfahrung mit. Nee, also französische Nachhilfe haben Sie auch nie gegeben. Bitte was? Französische Nachhilfe haben Sie auch nie gegeben. Mit Ping-Pong. Nein, auch nicht bekommen. Nein, das gibt's ja nicht. Ja, schön. Irgendwie Sachen in Alufolie eingepackt, irgendwie Neukölln mit Völkermord und irgendwie, sind Sie sich da sicher? Ja, bin ich mir sicher. Sicher? Okay, gut. Noch eine Frage. Sind Sie verheiratet? Ja. Ja? Ja. Das freut mich doch. Ist das eher so eine Luftpumpe oder ist das eher der mit dem großen Schwengel? Hören Sie mal, das ist eine hässliche Frage. Dann gebe ich Ihnen keine Antwort. Okay, das ist doch gut. Das ist eine sehr hässliche Frage. Das ist eine sehr hässliche Frage. Oh nein. Ich glaube, du bist nämlich rangekommen, wenn ich so. Ja, das war total dumm. Wir sind fertig mit unserem Telefonbattle. Wir zählen das gleich mal aus und danach setzen wir uns zusammen in die Endcard. Bis dahin. Ich freue mich drauf. Damit hätten wir das jetzt auch geklärt. Ich glaube, es ist ziemlich klar, dass der eine nur gewinnen konnte. Der aber dafür, weiß nicht, 5 Versuche brauchte? Ja, weil die mich alle abgewimmelt haben. Ich habe es aber ohne Scheiße, ich habe es nicht erwartet. Ich habe gedacht, ja, die legt jeden Moment auf. Ich saß da so und ich war total perplex, weil jetzt habt ihr bestimmt gesehen. Du hast so Mist an der Menge. Das war nicht unsere letzte Competition. Wir werden jetzt ganz viele Competitions machen. Die nächste wird sein ein Kochduell. Die Zirkus Halligalli-Fans werden das Kochduell kennen. Wir machen es nach. Wir würfeln unsere Zutaten und dürfen dann, was haben wir gesagt, 3 zusätzliche Zutaten nehmen, ne? Ja, 3 zusätzliche. 3 zusätzliche Zutaten und Salz. Sonst nur mit den Zutaten, die wir würfeln und das wird ein lecker. Nettes Gericht machen. Das wird lecker. Weil ich verloren habe, musst du anfangen. Muss ich anfangen mit dem Kochduell. So, und jetzt erstmal noch einen Applaus, weil Tom gewonnen hat. Yeah! Wow. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn nicht, trotzdem aus Mitleid. Ja, auf jeden Fall. Und schreibt unbedingt, schreibt es in die Kommentare, gibt es schon zu oft. Relinquiert ein rezensierendes Gedicht über dieses Video. Por favor. Okay. Und abonniert unseren Kanal. Wenn ihr wollt. Wir wollen ja nicht betteln. Ihr könnt auch noch in die Kommentare schreiben, wie euch diese neue Endcut hier gefällt. Die habe ich ganz neu entworfen. Oh. Nee, war ich gar nicht. Nee? Nee. Hast du abgeguckt? War der andere Halle-West-Bro von mir. Dein Bro. Ja, schöne Grüße hier an Tim. Achso, das Würfeln wollt ihr sehen. Das ist nämlich hier unten in, von euch gesehen, linken Box. Ja, das sind so unsere beiden Boxes hier unten. In der linken Box geht's zum Würfeln und in der rechten Box, da geht's zu Morten Kocht. Richtig. Der hat wieder Schabernack getrieben. Unglaublich. Mit den Tierpornos. Amigos, ich würde sagen, an dieser Stelle sagen wir Ahoi. Bis zum nächsten Mal.